Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Together Empire Earth. Der Rapid und ich sind hier wieder in gewohnter Art und Weise für euch da. Und wir sind hochmotiviert und freuen uns auf diese Aufnahme. Zumindest sieht es bei mir so aus. Wie ist es denn bei dir so, Rapid? Ja, da ist die Lage ähnlich. Wir haben uns auch zwischendurch, oder zumindest hat sich der Mr. Leonski zwischendurch schon ein paar Gedanken gemacht, wie das hier so weitergehen soll mit der Lila-Insel. Und ich bin jetzt auch langsam so dran. Ganz genau. Schon mal Plan vorzunehmen. Am Ende der letzten Aufnahmen habe ich nämlich mal einen Blick geworfen auf die Economy der Gegner, und da ist mir aufgefallen, dass da, ach du Allah, richtig was los ist bei den Lilanen. Die können da noch ewig aushalten. Die haben nämlich die Infrastruktur, um das Ganze zu überleben, und das ist eigentlich das Wichtigste, dass man eben die Infrastruktur hat, sich zu verteidigen, und die haben sie leider Gottes, und sie haben eben Infrastruktur und Geld, das so zu tun. Und deswegen habe ich mir da eine Militärdoktrin ausgedacht. Die werdet ihr in Action sehen in den nächsten Folgen. Also ich schätze mal, dass das bei den Braunen wahrscheinlich ähnlich wird. Also man hat halt, es ist halt schwierig mit den Möglichkeiten her. Entweder muss man sich auf langen Zehnkampf einstellen, oder man muss halt möglichst alle Bürger und Hocke und Rekrutierungsgebäude vernichten, was halt relativ schwierig ist, da die Infrastruktur ja so gut ausgebildet ist. Ganz genau. Außerdem habe ich ein neues Projekt mir ausgedacht, nämlich dass ich alle Stadtzentren meiner Insel ausbauen werde zu Kapitols auf meiner Hauptinsel. Das Stadtkapitol möchte ich füllen bis zum Anschlag. Also ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, was das bringt, aber ich weiß, dass es schön aussieht. Das ist doch schon mal die halbe Miete. So sieht's nämlich aus. So, hier, ich muss mir gerade mal den Timer setzen, liebe Freunde. Nicht, dass ich hier wieder so eine Mini-Folge raushaue. Das meine ich ja auch gar nicht böse, aber verpennt man's irgendwie und dann, ne? Nice. Bevor man da irgendwie die ganze Zeit aufnimmt und so, ne? So, jetzt habe ich hier gerade mal das erste Bataillon Jäger rüber geschickt. Hier irgendwie diese nervigen Jägerbomber loswerden, die andauernd kreisen. Ja, bei mir gibt es ja auch große Probleme mit verschiedenen Fliegerverbänden. Die seht ihr auch gerade, liebe Freunde, die hier über mein Gebiet bisher noch unbescholten fliegen können. Und dagegen habe ich jetzt auch eine Taskforce mal zusammengestellt, weil die nämlich auch das Goldabbauen oft behindern, und das möchte ich nicht. So, Teil dieser neuen Militärdoktrin ist eine relativ starke Marine, liebe Freunde. Ich weiß, verrückt, kennt ihr noch gar nicht so von mir. Aber das muss eigentlich sein. So, läuft doch bis jetzt schon mal einigermaßen gut hier. Was das mit der Übernahme der Luftmacht angeht. Ja, bei mir ist ja auf jeden Fall auch schon Krieg am Laufen. Ich fliege da immer so halbherzige Fliegerangriffe. So richtig ernst gemeint sind die nicht, das sage ich auch ganz klar so, aber ja. Die sollen vor allem den Gegner ablenken. Und beschäftigen. Denn wer ständig in der Defensive ist, der hat's verständlicherweise schwieriger, eine Offensive aufzubauen. So, ich schicke hier gerade nochmal einen Bürger rüber, die jetzt hier irgendwie mal klar Schiff machen sollen. Ja, ich schaue jetzt gerade mal, ja, hier ist die Lufthoheit auf jeden Fall gewonnen, aber so richtig festgesetzt hat er sich noch nicht auf der Insel. Aber ich bin mir sicher, der arbeitet da dran. Falls ihr euch wundert, dass der Rapid manchmal ein bisschen komisch klingt, das liegt am daran, dass der gerade einen kleinen Upload am Laufen hat, aber ich denke mal, es geht einigermaßen mit der Quali und so, deswegen haben wir uns gedacht, wenn die Motivation so hoch ist, dann dürfen wir uns von solchen Kleinigkeiten nicht zurückhalten lassen. Huch! Da fliegt einfach mal einer meiner Jägerbomber über dem direkt feindlichen Gebiet.
Oh, da hat's meine Bürger zerlegt. Schade. Das war eine ziemlich große Gruppe Bürger, die sie da jetzt zerlegt hat. Da muss ich gerade hier nochmal Nachschub ausbilden. Schade, schade. Ich fühle mich auch einfach immer so nett. Die Bürger sterben und das Einzige, was mich ärgert, ist irgendwie, dass die so teuer waren und dass ich jetzt neue herstellen muss. Ich meine das wirklich nicht böse, ihr dürft das nicht falsch verstehen, aber irgendwie, wisst ihr, das Wohl meines Volkes liegt mir mehr am Herzen als das Wohl seiner einzelnen Untertanen des spionischen Imperiums. Das war doch gerade schön ausgedrückt. Ja, ganz genau. Und letztendlich ist das hier ja schon fast schon idealistisch, dass sie sich hier opfern für ihre Brüder. Dafür danken wir ihnen auch, dafür gedenken wir ihnen, aber ja. Wir nehmen es dann doch in Kauf, muss ich sagen. Wir nehmen es dann doch in Kauf. So, jetzt hab ich hier das Stadtzentrum steht hier jetzt schon mal. Jetzt heißt es Flugabwehr. Auf jeden Fall. We're under attack. So, wir machen hier ordentlich Alarm beim Gegner, das seht ihr. Klar, sterben tut er davon nicht. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwer erwartet. So, hier müssen wir jetzt die U-Boote, bevor wir sie wirklich im Kampf gegen die Gegner einsetzen, erstmal aufpimpen. Sonst hat das nicht so viel Sinn. So, ganz so viele Bismarcks brauchen wir dann, glaube ich, doch nicht. Gott, die verhakeln sich hier immer so komisch. So, die brauchen mal eine etwas weniger aggressive Stellung. Ja, ich bin sehr optimistisch, dass diese neue Militärdoktrin hier funktionieren wird. Da spricht eigentlich nicht allzu viel gegen. Ach du Schande, seht ihr da diese Hubschrauber-Schwadron? Mit der werden wir uns jetzt mal ganz gezielt ein bisschen anlegen. Ja, so, und wie sieht's hier mit den Bürgern aus? Ein paar fehlen noch. So, dann kann ich mich ja gerade wieder hier um mein Projekt kümmern. Ach, traumhaft, hier Kapitole überall. Hier ist noch kein Kapitol und hier noch nicht. Dann machen wir hier wieder, dass man sich hier je 10 Leute zuschiebt. Ich muss mich auch echt fragen, wie es die Lina denn schaffen, diese unheimliche Wirtschaftskraft zu erzeugen. Wenn man bedenkt, dass sie nur noch eine Insel haben und Empire Earth keins von den Spielen ist, was den Computern unfaire Vorteile gibt. Ja, und vor allem sind ja auf jeder Insel nur begrenzte Stellen für die jeweiligen Ressourcen vorhanden. Also ja, also es ist wirklich. Die können sie ja jetzt halt auch, die können die ja nicht 10-mal schneller ausschöpfen, als wir das tun. Deswegen. Nee, wir machen das ja auch schon ziemlich schnell, also. Deswegen ist das schon verwunderlich. Ja. Also auch durchaus bewundernswert, mit was für eine Effizienz die hier anscheinend arbeiten, aber cool finde ich es nicht. So, dann kommen hier noch 10 Stück rein. Oh, 8, 9, 10, so. Meine neue Doktrin scheint hier zu fruchten. Gerne mal hier ein weitläufiges Bombardement der gegnerischen Stellungen. So. Wir werden jetzt mit unserer gesammelten Flotte vorrücken. Hier wird es weitere Flugabwehr geben, um den Rückzug unserer unserer Flugzeuge zu sichern. So dass sie zumindest halt nicht noch. Oh. Was los? Ihr gerade noch entdeckt habt in einem
bis jetzt noch unerforschten Teil der Insel. Ja, das wusste ich doch. Hättest du mal was gesagt? Die Gelben sind da noch auf der Insel. Die sind auch noch nördlich von dem Punkt. Okay, ich sehe gerade Schwertekraten. Ja, ich sehe es hier gerade. Mann, Karthago hat es ganz schön lang geschafft, wenn man das mal mit der Realität vergleicht. Sind das locker Bomber aus dem Ersten Weltkrieg hier? Nee, die sehen nur so aus, das denke ich auch immer, aber die sehen eigentlich nur so aus. Die sind eigentlich ziemlich frisch. Okay. Huch, wir under attack und das da vorne? Wo sind denn noch welche außer an der Position? Ja, wie gesagt, nördlich davon. Nördlich davon sehe ich aber nichts mehr. Warte, ich zeig's dir mal. Da. Ja, das, ach so, das ist bei mir noch unentdeckt, deswegen. Dann wäre es am besten, wenn ich jetzt mal einen Flughafen baue. Und dann von da aus vielleicht irgendwie. Weißt du, wie man hier die Sachen drehen kann, die man baut? Gar nicht. Gar nicht. So eine der wenigen Schwächen, die das Spiel aufzuweisen hat. Es sind ja wirklich nicht viele, aber wie gesagt, das ist eine dieser wenigen. So, hier sehen wir jetzt gerade dieses unglaubliche Aufrüstungspotenzial, was die haben. Was sie halt einfach so bringen können. Aus dem Nix praktisch, ein kleines Safe-Game. Ja, einfach Unmengen von Panzern einfach mal so stehen. Einfach, weil sie es können. Muss man ja sagen, einfach, weil sie es können. Da werden wir jetzt mal unsere Kriegsschiffe gegenschicken, unsere Bismarcks. Und die werden da mal ein bisschen aufräumen. Ich persönlich ja auch ein großer Fan vom historischen Bismarck. Wow. Ich glaube, das ist eine Atombombe. Nee, war gerade diese Melodie vom Flugalarm. Atombombe? Vielleicht war da auch nur ganz, ganz kurz eine. Also ihr seht ja, meine Flugzeuge und so machen hier schon ordentlich Alarm, aber es ist halt alles nichts Entscheidendes, was hier passiert. Es sind halt immer mal wieder so ein paar Angriffe, aber es ist halt nichts, womit ich letztendlich einen großen Blumentopf gewinne. Höchstens einen kleinen. Und seien wir mal ganz ehrlich, wer will schon kleine Blumentöpfe? Eieiei, jetzt werde ich hier gerade noch. Also, die wollen. Die Luft macht hier auf der Insel noch nicht so ganz hergeben. Ja, das glaube ich. Es kommen noch vereinzelte Angriffe. Wir under attack. Stimmt doch gar nicht. Übt hier wieder. Und ihr seht hier ein paar Atompilzchen. Oh, 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 oh. Das ist sehr interessant. Dieser große Erfolg der atomaren Flotte war so gar nicht geplant. Also, beziehungsweise war so nicht erwartet. Hier guckst, baue ich jetzt hier, bin ich gerade dabei, hier einen Flughafen aufzubauen, um hier die anderen Luft. Ah ja, ich sehe es, sehr schön, sehr schön. Etwas zu unterstützen. Besonders stark sind die Gelben auch nicht mehr auf der Insel. Dann werde ich jetzt hier mal ein paar Atombomber bauen und dann einfach den Rest niederwalzen. Weißt du, ob die einen Flughafen hier auf der Insel haben? Haben sie nicht. Dann kommen die immer von ihrer Hauptinsel. Ja. Okay. Kommen immer von der Basis. Na gut, dann werden die anderen Teile wahrscheinlich immer gefährdet sein, weil weiter als bis hierhin werden sie mit der Spritladung wahrscheinlich kaum kommen. Höchstwahrscheinlich nicht, ja. So, jetzt ist gerade wieder ein bisschen langsam. Ihr seht das ja immer, aber ich hoffe, dass es den Schauspaß nicht so allzu sehr einschränkt. Aber ich denke mal, dass den Spielspaß nicht allzu sehr einschränkt. Schränkt auch den Schauspaß nicht zu sehr ein. So, hier ist auf jeden Fall viel Haititai, kann man schon so sagen. Hier boxt der Papst im Kettenhemd, wie man manchmal so schön sagt. So, ich bin jetzt gerade leider gezwungen, auf etwas primitivere Mittel zurückzugreifen. Ich rekrutiere gerade einen simplen Spürhund.
Hier den Rest von der Insel mal sichtbar zu machen. Und das Problem ist ja, die rennen ja nie dahin, wo sie hin sollen. Nö, die rennen immer genau dahin, wo sowieso schon genug Leute sind. Die machen da eine ganz geschickte Taktik, muss man sagen. Die wissen genau, wie sie sich am wenigsten nützlich machen. Das auf jeden Fall zum Thema bester Freund des Menschen. So. Geht weiterhin alles gut voran. Atombombe haben wir mittlerweile auch auf der gegnerischen Insel. Die Wirtschaftskraft der Gegner wird ebenfalls bereits attackiert. Grad mal an hier. Die Lufthoheit der Gegner über der eigenen Insel ist so gut wie gebrochen. Oh. Sie haben nur noch 3 Flughäfen. Wenn ich die noch abräumen könnte, dann sieht das mit Flugabwehr aus. Das ist ja immer so ein bisschen Fitzelarbeit, die Einzelnen wegzuräumen. Ja, aber mal im Ernst. Kein Problem. Klar, gar kein Problem. So. Ja, Sorgfalt muss natürlich sein, deswegen wird hier auch weitergebaut. Auch hier an der ehemals sehr, sehr unsicheren Front. Weiter gebaut und hier werden wir mal eine Luftraumsperre einrichten. Ja, wie macht sich denn der Spürhund hier so? Ja, macht sich da eigentlich ganz gut. Und ich glaube, meine neue Militärdoktrin zeigt sich hier sehr erfolgreich. Das hört man gern. So. Gerade, dass die Wirtschaftskraft der Gegner hier halt auch so eingeschränkt wird, ist sehr, sehr schön zu sehen. Einen weiteren Flughafen hat es gerade niedergeschreckt, noch 2 Stück und keiner von beiden ist in guter Verfassung. Gleich sollte ich freie Hand haben. Deswegen werde ich jetzt vor allem auf Bomber und Atombomber umstellen. Die Rekrutierung. Sie haben nur noch einen Flughafen, wenn du dir den hier gerade mal anschauen willst. Und der verabschiedet sich gleich. So, liebe Freunde, und jetzt, wo der letzte Flughafen zerstört ist, kann ich auch mit gutem Gewissen die Folge beenden. Wie es weitergeht, das seht ihr beim Rapid. Bis dahin. Tschüss.